Willkommen zu einer weiteren Folge von Lutschist. Ein bisschen wieder auspacken. Und dementsprechend wieder zu und so. Das ist für November jetzt. Und ich habe es noch nicht geöffnet. Und sogar mein Klebedings habe ich noch nicht geöffnet. Schauen wir mal, was heute so drin ist. Wie ihr merkt, ist es tatsächlich eine bessere Qualität. Ich habe einen Greenscreen hinten. Das wird jetzt nicht mehr per Software gemacht. Das heißt, es wird nicht, wenn ich hier so nach vorne was zeige, dann entsprechend dann ausgeblendet. Und dementsprechend schauen wir mal, was dann so alles drin ist. Genau, und wir schauen mal. Ja, hallo. Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Ne? Das sieht klein besser aus, wenn das klein ist. So groß sieht das gar nicht so gut aus, weil das ein bisschen, ja. Aber so ist es auch in Ordnung, ne? Oder? Ja. So. Ob heute was drin ist, was Wikinger zu tun hat, keine Ahnung. Ich habe es gerade aufgemacht. Und packe ich meine Schere mal weg, aber vielleicht brauchen wir die ja noch. Und schauen wir mal an, was da so drin ist. Diese Effekte, das ist eher für den Livestreaming auf Twitch gedacht und nicht unbedingt hierfür. So. Dann machen wir mal auf und gucken mal, was da so alles drin ist. Dann, ich weiß, es ist leicht. Also es ist leicht. Scheinbar nichts Schweres drin. Wir haben ein Deadpool 2022 Kalender von Marvel. Das kennt man ja dementsprechend. Das Ganze. Das geht nicht weg. Ist das nicht schön, wenn man einen Greenscreen hat? Wenn der Fokus mal ein bisschen fokussieren würde, mal zwischendurch wäre auch ganz nett. Genau, da haben wir eigentlich den Kalender. Dann gucken wir mal, was wir noch so alles haben. Dann, ups. Was ist das? Es ist ein Würfel mit mehreren Ecken. Geht bis 19, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Gucken wir im Heft dann, was das ist. Das war mir gerade so entgegengekommen, wie ich dieses T-Shirt hier rausgeholt habe. Und schauen wir doch mal an, was das denn für themenbezogenes T-Shirt ist. Halloween. Rock. Nee, ich kann das nicht gerade nehmen. Bildschirm, doch Rocks. Ich gucke gerade das mit auf dem Buildings. Halloween Rocks, 31. Oktober. It's so good. It's so good it. Genau, ich habe das gerade ein bisschen anders gelesen. Skerris. Okay. Interessant. Interessant. Das Paket kam übrigens am Donnerstag, glaube ich, in meine Packstation. Da war Halloween eigentlich schon vorbei, glaube ich. Ja, war es. gucken wir dann mal, was das für ein, ob das irgendwo einen Themenbezug hat. Was vom spielmäßig angeht oder sowas, das schauen wir mal gleich mal, weil ich kann das jetzt nicht so ganz zuordnen. Dann gibt es was haben wir hier noch? Eine Fließdecke. Wieder eine Decke. Wir hatten schon vor ein paar Monaten eine Decke gehabt.
Das ist dann Star Wars. Ich werde das nicht auseinanderdingsen, aber hier ist ein Bild. Kann man dann ganz gut sehen, dass das so eine Decke ist. Gucken, ob wir noch einen Fokus kriegen. Genau, ne? Man sieht da den Yoda drauf. Okay, interessant. Deshalb war das auch so leicht wahrscheinlich, weil ja viel scheinbar Leichtes drin ist. So, dann haben wir hier ein Game of Thrones. Made in China. Soll ich ehrlich sagen, das riecht man auch. Das erinnert mich tatsächlich, der Geruch. Ich habe mir mal vor, keine Ahnung, 2 oder 3 Jahren hatte ich einen Fernseher, glaube ich, von Medion mal gekauft, den ich aber auch prompt wieder zurückgeschickt habe. Hintergrund, das war ein chemischer Geruch. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht hattet ihr das mal auch schon mal. So ein ähnlicher Geruch ist hier gerade auch drauf. Es ist zwar nicht so, ist nicht extrem, man musste wirklich nah rangehen. Dieser, naja, chemischer Geruch, ja, kann man nicht so sagen, aber das ist halt sehr, ein bisschen unangenehmer Geruch. Da merkt man, also, manchmal merkt man, dass das leider tatsächlich aus China hergestellt ist. Das kommt natürlich dann auf die Qualität natürlich an, ne? Genau, so, hier haben wir noch, das zeige ich einmal, das ist tatsächlich nicht, weiß nicht, ob man das so sieht. Mal gucken. Ja, das sieht man. Ne, das ist, ja doch, das sieht man. Ne, Plastik, glaube ich, was da noch drauf ist. Da ich Game of Thrones nicht gesehen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das zu bedeuten hat. ja, so eine schöne Tasche. Was auch immer. Das ist eigentlich eher so für Frauen gedacht, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir eine Postkarte. Postkarten sind eigentlich immer dabei. Und das haben wir das. Dann gibt es dann so Kleinigkeiten, was in deiner Zunge sich scheinbar vergehen, zergehen lassen kann. Ja, genau. Nerz. So, das war tatsächlich schon alles. Es war nicht viel drin. Diese Decke hat scheinbar so ein bisschen den Platz etwas ausgelüftet. So, und deshalb gucken wir doch gleich mal. Gibt es hier noch ein Poster. Ich glaube, die Poster sind tatsächlich immer angelehnt an bestimmten, wo in den letzten Monaten die T-Shirts rausgekommen sind. Das ist auch einer der T-Shirts. Kommen auch immer zu Poster dementsprechend in der Mitte rein. Die dann auch auf dem T-Shirt waren. Und schauen wir mal, was das so alles auf sich hat. So. Okay, das hat tatsächlich, das T-Shirt hat tatsächlich nur mit Halloween zu tun. Jack Skellington, oder wie der heißt. Soll der heißen oder so, keine Ahnung.
kenne ich mich nicht mit aus. Genau, die Decke, dann der Kalender und der Würfel. Mal gucken. Wenn du als D&D... Ah, okay, D&D-Spieler. Alles klar, die 20 auf den Würfel hast, fühlt es sich in etwa so an, wie eine Lutschis zu öffnen. Auf diesen Würfel kombinierst du beides. Geht bis 20, ich habe die 20 gar nicht gesehen. Nur die 19 gesehen. So, Postkarte und Netdings. Und die Plus, ich habe ja die Plus-Version. Und in der Plus-Version ist diese Tasche von Game of Thrones. Wenn ich ehrlich bin. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll jetzt von T-Shirt. Klar, logisch. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Loot schießt. Auch habe dementsprechend. Aber sonst so Decke, ja, es gibt bessere. Es gibt bessere Lutschis. Jeder muss da dementsprechend mal seine eigene Meinung bilden. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Deshalb, ja, hoffe ich mal, dass beim nächsten Mal vielleicht Dezember, kommt ja Weihnachten und so. Mal gucken. Vielleicht sind da ja nette Überraschungen dabei. Man weiß das ja nicht. Also, dann sage ich schon mal danke fürs so gucken und lass gerne ein Abo da, klick, klick, klick und so, ne? Und ich erspare mir dieses Bilder einfügen für abonnieren und liken und so. Das erspare ich mir. Wisst ihr warum? Weil eigentlich jeder weiß, wie was funktioniert. Wenn ich das immer so manchmal sehe, dann kommt mir so vor, als ob man die Zuschauer für dumm hält. Dass sie das nicht wissen, was das ist oder wo man das klicken soll. So kommt mir das meistens so vor, wenn das so eingespielt wird. Abonnieren. Bip, bip, bip. Liken. Bip, 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 bip. Ja. Nein, das erspare ich. Wenn es dementsprechend gefällt, dann gerne entsprechend abonnieren oder liken und so weiter. Gerne, wenn nicht, dann nicht. Na? Ich zwinge das niemanden auf mit Bilder und so und Animierung und ja. Ja, so, dann danke ich fürs Zugucken und dann wünsche ich euch ja einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video dann anguckt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Lutschis. Und bis dahin, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Schaut euch gerne nochmal um. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.